Herzlich willkommen zu einer neuen Folge Grim Dawn. Wir haben uns in der letzten Folge erfolgreich nach hier oben durchgekämpft. Beziehungsweise, ich hatte euch erklärt, Spielabsturz, bla bla bla, und wir sind hier irgendwo angefangen. Haben diesen ganzen Bereich jetzt schon mal leer gemacht. Da können wir noch gucken, was uns da erwartet. Hier in diesem mittleren schwarzen Bereich. Aber ich glaube, das ist alles nicht zugänglich. Obwohl, müsste eigentlich. Da geht ein Weg dran entlang. Na, mal schauen. Auf jeden Fall, hier oben sind jetzt diese komischen ätherischen Kristalle. Und da habe ich ja so meine Probleme mit. Wir werden in dieser Folge mal probieren, ob wir die nicht wegbekommen. Es könnte natürlich sein, dass ich 7 bis 11 Mal sterbe, aber naja. Formschön wäre natürlich, ja, das ist ja toll. Selbst da komme ich nicht durch. Ah, super, die kann ich von hier aus erledigen. Das ist gut. So, das war der Ätherkristall. Nummer uno. Ich weiß, ist ein bisschen feiger, aber wie gesagt, ich habe nur 6% Schadenswiderstand. Und, das bringt mir gar nichts. Weil die erwischen dich einmal und dann bist du Geschichte. Das ist das Doofe an den Dingern, weil die so unglaublich viel Schaden machen. So, da hinten ist irgendwo noch ein dicker Boss. Ja, ist ja gut, dass sie nah rankommen. So, dann kümmern wir, kümmern wir uns mal um diesen Kristall. Hoffe ich. Oder auch nicht. Wie viel hat denn der? 37. Aua. Also so ein bisschen erwische ich die immer. Ja, ja. Dann nehmen wir mal einen Drink. Oh oh. Ja, bis jetzt läuft das ja noch ganz gut. Aua. Hihi. So kriege ich sie ja so langsam. Ich habe auch nicht mehr so ganz viel Energie. Hier zum Auffüllen, meine ich. Dann kommen wir hier noch so ein Dingstrank. Habe 78 Stück noch. Ja, ja, träum weiter. So, der ist auch Geschichte. Die scheiß Kristallsammlung, die kriege ich noch nicht von hier aus. Schätz mal, ich muss hier einmal. Ja, ja, Schnauze. Jawohl, den haben wir auch erledigt. Ah, das Doofe ist, ich muss da auch mal durch. Mist. Ich dachte, das explodiert auch wie die Wände. Leider nicht. Ist ja gut, dass sie blöd genug sind. Mist, das Ding geht wieder zu. Das ist ja mies. Ich habe da nicht besonders viel Platz. Das heißt, ich müsste nach hier hingehen oder nach da. Das weiß ich aber nicht. Das ist ein großes Areal. Na, toll. So.
So, das darf natürlich nicht passieren. Das war gut. Jetzt ist nämlich der Kackkristall weg. Kann ich mal hier ein bisschen Loot aufsammeln. Ja, wie gesagt, beziehungsweise ihr wisst es ja, das Ganze ist dummerweise in der Steam Cloud gespeichert. Das heißt, ich kann jetzt nicht speichern. Da liegt eine Leiche. Wo muss ich denn hin? Ich würde mal sagen, nach da oben, ne? Dann gehe ich mal hier einmal zwischendurch. Lock die an. Dankeschön. Gut, das ist nur ein normaler. Aber wie gesagt, diese Kristalle, die sind mies. Alter, jetzt kommt der dicke Boss. Der wird uns den gar ausmachen. Die Kristalle sind mies, ganz einfach, weil... Ja, super, hast sonst nur alle Arsch offen. Wir werden uns hier durchsterben. So viel Schaden wieder auf einmal gemacht. Die Kristalle sind mies, ganz einfach, weil... ja, toll. Abgeschlossen. Wie gesagt, die hauen einmal rein mit dem Schaden. Das ist unglaublich. So, dann wollen wir hier mal so ein bisschen im Kreis rennen. Geht eigentlich. Ab und zu mal einen Drink schlürfen. Ja, super. Was war das denn? Alter, spinnt der? Das war ja mal so ein fast One-Hit oder was. Ja, das ist natürlich toll. Nervt. Die ist nervt. So, jetzt darf der bloß nicht regeneriert sein. Dann können wir nämlich eben zum Gate zurückhüpfen. Ja, traumhaft. Guten Tag. Da ist unser Gate. Alter, bin ich doof oder was? Wieso hat er sich nicht bewegt? Ja, das Spiel kennen wir ja schon von dem guten, ich weiß nicht mehr, wie er hieß, dieses Durchsterben. Weil ich habe keine Ahnung, wo ich Ätherwiderstand wegbekomme. Das ist nervig. Zum Glück kriegen wir hier einigermaßen unsere Dings wieder zurück. Ich warte mal eben, bis das da weggebrannt ist, genau. So, Erfahrung kriege ich zurück. Dankeschön. So, jetzt macht er wieder einen Instant. Ich hab den fast. Ach, das war wieder knapp. Ah, seine Goons hier, die machen scheiße Schaden. Oh, wenn du da in so einer Flamme drin stehst. Schnippschnapp. Ach, das ist so zum Kotzen. Wie gesagt, das Spiel, das macht unheimlich Spaß. Aber dann hast du diese Gegner plötzlich dazwischen, die gerade die ätherischen so einen Schaden machen. Und du hast keine Schnitte irgendwie, dich dagegen zu schützen oder annähernd zu schützen, sagen wir es mal so.
Finde ich mies, aber hey, egal. Was haben wir denn hier? Ah, Essensration. Ja gut, die kann ich... Ist eigentlich Latte, ob ich die jetzt habe oder nicht. Wo ist die Drecksau? Da oben. So, eben schnell Erfahrung holen. Hat dort schon wieder gleich mal eben die Hälfte am Leben abgezogen. Jetzt kommen seine Goons und ich bin tot. Arschloch. Jetzt nicht explodieren und mich mitnehmen. Holla. Oh, was haben wir denn da? Übermantel des Fanatikers. Ja, alles schön. Normalerweise hätte das jetzt hier reinfallen müssen. Amalgamation. Da war doch was, ne? Ah ja, genau, hier. Tierische Bedrohung, alles klar. Heißt, wir können uns jetzt hier nochmal ein bisschen umschauen. Will ich das? Nö, will ich nicht. Gibt's hier hinten noch was? Nein. Ja gut, war nur 3 oder 4 Mal, dann geht das ja noch. Autsch. Ich möchte aber gerne mal eben schauen, was er hat fallen lassen. Da war nämlich so ein blaues Zeugs dabei. Was ist das? Weg. Griff für die Schilder des Meeres. Einhand magisch. Aha. Nebenhand. Keine Ahnung. Da ist er. Rüstung episch. 230, das ist schön. Angriffsqualität steigt. Das, was ich haben will, ist natürlich nicht drin. Und ausgerechnet, Ätherwiderstand müsste ich dann aufgeben dafür. Das ist aber echt zum Kotzen. Nun gut, legen wir uns den mal an die Seite. Was haben wir hier? Ein stinknormales Schild. Ätherkristall, okay. Einhandwaffe. Stonische, alles klar. Nö, nö. Arkane-Zauber. Zweihand ist klar. Noch ein Zweihänder und Nebenhand in die Renation. Aber sonst können wir ja alles, die Amalgation mit Rechten lesen. Dankeschön. So, Ditte haben wir hier. Und jetzt können wir nämlich nach Homestead. Und mal eben schauen. Ich könnte natürlich, bevor wir da hingehen, mach folgendes, ich springe nach Homestead zurück, gebe die Quest ab und dann springen wir wieder nach hier und machen diesen einen Bereich noch weg, frei. Zumindest schauen wir uns den mal an. So, jetzt muss ich mal eben hier meinen Questgeber finden. Da ist er. Dann müsste ja theoretisch jetzt auch das Tor aufgehen. Dann wurde Abstolding wurde vernichtet. Wow. 1100 Erfahrungspunkte, 2000 Eisen, dankeschön. Und Homestead Schwarze Legion aufgewertet. Wenn wir aufgehalten wurde, können wir uns um den Kult der Ktonen zuwenden, alles klar. Ich muss jetzt hier in das Solos Bastion im Norden begeben und in ein Lager suchen, rette alle Überleben, bevor die Kurzen aufbauen zu können. Ja, das machen wir doch. So, da war doch jetzt was, was habe ich denn hier mit von wegen gegen Ktonische? Moment, lass mich mal eben lesen. 72 Schaden pro Sekunde weniger. Giftschaden, Zaubergeschwindigkeit, bla bla bla. Komm, den ganzen Krempel verkaufen wir mal, kriege ich immerhin Geld für. Ich weiß auch nicht wie viel. Die behalten wir, hatte ich gesagt. Jo. Gut. Dann gehen wir mal eben zu unserem Moody. Hallo? Wo bist du? Da ist er ja. Dem drücken wir mal eben hier dieses auf das Auge. Ich könnte den natürlich jetzt nehmen, wenn ich weiß, dass da keine ätherischen mehr sind. Pass mal auf, das machen wir anders. So, den Krempel legen wir ab. Den grünen.
Komm, den behalten wir einfach mal. Wir haben da ja auch noch nicht so viele von. Und dann stecke ich mir das Ding mal in die Tasche. Und dann können wir den ja zur Not anlegen. Was habe ich denn noch? Ringe, Amulette. Das ist, Rüstung. Was können wir denn da Schönes drauflegen? Konstitution und Geist. Das wäre schön, weil ich glaube plus 8, plus 4. Das brauche ich für das Schild. Pass mal, üpp. 460. 32. Naja, fast. Gut, haben wir den schon mal passend aufgewertet. Jetzt verkaufen wir den Krempel noch. Ja, mach das. Verkaufen wir den Krempel noch. Trab, Trab, Trab. Ja, so einiges. Aber erstmal kriegst du hier mein Zeug. Perfetto. Dann sollten wir eventuell noch mal ein paar Heiltränke einkaufen. Und schon geht das ganze Geld wieder hin. Ja. Und wie gesagt, dann springen wir mal wieder zurück zu unserem Riftgate. Um dort oben die eine Ecke noch zu begutachten. Hallo? Würdest du mal bitten? Alter, diese Stadt, ne? Ja, ja, alt, falsche Tor. Ich könnte da jetzt durch, will ich aber gar nicht. Da müssen wir lang. So, und da gucken wir mal eben auf die Karte. Da oben sind wir durch. Da will ich gar nicht rein. Ich könnte da rein. Ich gucke da nochmal eben, ob ich da einigermaßen unbeschadet durchkomme. Ja, da sind ordentliche Kisten drin. Gut, dass wir hier nochmal reingegangen sind. Komme ich da hoch? Nee, ne? Nein. Schnell raus hier. Aua, 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 aua. Hui, ja gut, hat sich gelohnt. Zumindest noch ein bisschen Loot rausgezogen. Ist das denn was Vernünftiges? Ach du Scheiße, das kann ich alles gar nicht tragen. Anziehen. Einhänder magisch, ist ja schön. Und noch ein Bling-Bling. Hm, 12er Rüstung, na okay. Gut, dann wetzen wir mal eben hier rüber. Hörst du wohl auf? V-Maus festgehakt. Wir kommen ja hier durch. Ja. So. Dann einmal hier um die Ecke und dann in das Feld da rein. Wie man sieht, gibt es hier noch ein paar Gegner. Die uns näher an ein Level abbringen. Wie viel brauchen wir denn noch? 25.000. Och, Schnäppchen. Alter, die hauen ja auch wieder rein, die Säcke. Ich muss meine Rüstung hochbringen. Das nützt ja nichts. So, gehen wir mal hier um das Feld herum und dann nach rechts unten. Einfach nur, damit wir dann auch die ganze Karte aufgedeckt haben. Ich mag das ja.
im letzten Winkel noch zu schauen. Da gibt es nämlich den einen oder anderen Bossgegner noch, der nochmal was Nettes fallen lässt. Ja, da höre ich da schon wieder irgendwas trappeln. Ja, da hinten sitzen sie. Ihr Schweine! Gut, einzeln gehen sie. So, jetzt seid ihr noch eben dran. Aua. Jo. Da zerplatzt das blöde Ding. So, und ein kleiner Blick auf die Uhr hat mir verraten, dass wir bei 20 Minuten sind. Das heißt, wir machen hier ein Folgenspäuschen und wir sehen uns wieder in der nächsten Folge Grimdawn. Bis dann, ciao.